Chef on Air, das Bundestagswahl-Spezial. Heute das allerletzte Mal. Letzte Woche hatten wir schon jeden Tag einen anderen Politiker, Politikerin aus der Region von den jeweiligen Parteien zu Gast. Heute ist das der Achim Kessler von der Partei Die Linke. Schönen guten Tag. Guten Tag, ich freue mich. Kurz vor 12 sind Sie hier eingetrudelt, ganz schön pünktlich. So sind Sie? Ja, wir sind gut organisiert. Auf den letzten Drücker, ja. Nächste Woche Sonntag, ist es jetzt schon soweit? Sind Sie schon richtig aufgeregt oder ja, wie natürlich, sieht's aus? Klar. Wir sind, also vor der Wahl ist man immer sehr, sehr aufgeregt. Das ist die aufregendste Woche jetzt vor uns. Ja, was tun Sie, um unten zu bleiben? Also vom Blut. Wir machen einfach Wahlkampf bis zur letzten Minute, weil jetzt geht es wirklich um jede Stimme. Waren Sie vorher auch nochmal kurz irgendwo Wahlkampf machen? Genau, wir hatten einen Infostand und ich bin jetzt direkt vom Infostand hierher. Ach ja, wie läuft denn den Infostand? Wie ist die Resonanz? Die Resonanz ist unterschiedlich. Das hängt so ein bisschen von den Stadtteilen ab. Das ist bei allen Parteien so. Aber im Moment, also ich glaube, das Interesse nimmt jetzt zu. Ich glaube, ein Drittel der Wählerinnen und Wähler weiß noch nicht, wie sie sich entscheiden wollen. Also von daher kommt es jetzt wirklich darauf an, zu informieren, unser Programm bekannt zu machen. Und ich glaube, also ich bin ganz zuversichtlich. Okay, wir wollen Ihr Programm von Ihrer Partei natürlich diese Stunde auch ein bisschen unter die Lupe nehmen, aber auch Sie als Menschen ein bisschen näher kennenlernen. Ne? Wo kommen Sie her? Wo gehen Sie hin? Ne? Was haben Sie studiert? Und so weiter und so weiter. Chef on Air, das Bundestagswahl-Spezial. Heute mit Dr. Achim Kessler. Hallo nochmal. Hallo. Fühlen Sie sich wohl bei uns? Ja, ich fühle mich sehr, sehr schön hier. Gell, das finde ich doch auch. Sie sind Sprecher auch für Gesundheitspolitik schon der Fraktion Die Linke im Bundestag. Ja. Wo Sie auch wieder hinwollen, gell? Genau. Sprechen wir gleich mal drüber, ob das klappen wird. Ich habe mal heute Morgen auf Ihrer Homepage ein bisschen durchgeschmökert und da habe ich was ganz Interessantes gelesen. Achims Betragensnote hat unter seinem übertriebenen Gerechtigkeitssinn gelitten. Das stand wohl irgendwo in der Grundschule oder so im Zeugnis, gell? Ja, das ist lange, lange her. Aber hat sich nicht großartig geändert, glaube ich. Ja, was war denn damals schon so Ihr Gerechtigkeitssinn? Was hat denn die Lehrerin da beschrieben? Wissen Sie es noch? Also worum es da jetzt konkret ging, das weiß ich nicht mehr, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich mich sehr, sehr früh darüber gewundert habe, warum die einen Eltern von Mitschülern von morgens bis abends gerackert haben, während die anderen ein relativ entspanntes Leben gehabt haben. Das waren nämlich die Fabrikbesitzer. Mhm. Und ich fand das damals schon ziemlich ungerecht, warum das so ungleich verteilt ist und fand damals schon, dass das eigentlich gut wäre, wenn man das so ein bisschen mehr umverteilen könnte, damit alle ein entspannteres Leben haben können. Schon als Kind. Das ist schon ja, als Kind, das ist ja schon ein Ding, ja. Sind wie sehr viele Frankfurter nicht ursprünglich von hier? Wie haben Sie denn den Weg hier zu uns an den Main gefunden? Sie kommen aus dem Schwarzwald, ne? Ich komme aus dem Schwarzwald, bin da aufgewachsen, sehr, sehr schöne Kindheit gehabt in der schönen Natur dort. Habe dann während des Studiums in Marburg meinen Mann kennengelernt und wir sind dann später zusammen, 1998, Entschuldigung, habe ich mich versprochen, zusammen nach Frankfurt gekommen. Das heißt, ich bin schon über 20 Jahre hier in Frankfurt und fühle mich inzwischen schon als richtiger Frankfurter. Aber möchte so nicht mehr weg. So ein bisschen als Berliner aber auch, oder? Sind Sie jetzt schon im Bundestag? Ich bin jetzt seit 4 Jahren im Bundestag. Ich bin sehr gern in Berlin, aber ich habe da ehrlich gesagt nicht so viel Zeit gehabt, jetzt da heimisch zu werden. Und das war auch eigentlich nicht meine Absicht, sondern ich gehe da halt zum Arbeiten hin und freue mich dann immer wieder, wenn ich nach Frankfurt zurückkommen kann. Ja, was schätzen Sie denn so an Frankfurt hier? Ich finde, Frankfurt hat eine sehr, sehr lebendige, es ist sehr, sehr, sehr lebendig, sehr, sehr viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern, sehr, sehr gegensätzliches, eine lebendige Kultur, also auch gerade wenn man sich die Museenlandschaft anguckt, das ist für eine Stadt von der Größenordnung schon was ganz, ganz Besonderes. Es hat unterschiedliche Stadtzentren, es ist lauter kleine Innenstädte, sehr, sehr lebendig, gefällt mir sehr gut. Und jetzt wollen Sie nicht nur in den Bundestag kommen, Sie sind es ja auch schon, haben es gerade schon angesprochen. Welche Wirkungsmöglichkeiten hat denn Ihre Möglichkeit nach ein Abgeordneter einer dann doch kleineren Oppositionspartei? Also ob wir dann noch kleiner werden, werden wir sehen am Sonntag. Das ist noch nicht entschieden. Und ob wir in der Opposition sein werden, das werden wir auch noch sehen. Genau. Aber prinzipiell finde ich die Opposition sehr, sehr wichtig. Der Franz Müntefering, ein früherer Vorsitzender der SPD, hat mal den Satz geprägt, Opposition ist Mist. Das sehe ich gar nicht so. Im Gegenteil finde ich, ohne Opposition gibt es keine Demokratie. Die Opposition hat die Aufgabe, die Regierung zu kontrollieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Und im Übrigen hat man auch als Oppositionspolitiker sehr, sehr gute Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf die Politik. Wenn ich darf, würde ich ein kleines Beispiel dafür erzählen. Sehr gerne, wir haben die Zeit, wir nehmen sowas. Am Anfang der letzten Legislaturperiode ging mal durch die Medien, dass es immer weniger Hausbesuche von Ärztinnen und Ärzten bei Menschen zu Hause gibt, die nicht mobil sind. Das hat was damit zu tun, dass immer ein ganz bestimmter Prozentsatz dann zurückerstattet werden musste, weil das Verfahren, mit dem das berechnet worden ist, einfach so war, dass das immer dazu geführt hat, immer weniger
weniger Hausbesuche erstattet worden sind. Das haben wir damals öffentlich gemacht und das hat tatsächlich auch dazu geführt, dass das geändert worden ist dann durch die Bundesregierung, mit der Folge, dass es eben jetzt für Hausärztinnen und Hausärzte wieder möglich ist, Hausbesuche zu machen. Und da bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen stolz drauf, weil das für Leute natürlich existenziell ist, ob sie einen Hausbesuch bekommen können oder nicht. Also das war jetzt nur ein Beispiel, ich könnte noch mehrere anfügen. Sie sind ja auch Sprecher für Gesundheitspolitik, ne? Ihre Fraktion, die Linke im Bundestag. Wie kommst du da? Was haben Sie studiert? Also ich habe ursprünglich Geschichte und Germanistik studiert. Aber nicht Medizin oder so? Nein. Ah, ja. Ich finde, also man muss nicht Medizin studieren, um Gesundheitspolitik zu machen. Im Gegenteil, manchmal ist es sogar besser, den Blick von außen zu haben, weil man da nicht so betriebsblind ist. Und ich glaube, dass ich das war anspruchsvoll, in die Themen reinzufinden, weil Gesundheitspolitik ist sehr, sehr kompliziert, weil es sehr, sehr viele unterschiedliche Kostenträger gibt, sehr, sehr viele unterschiedliche Lobbygruppen. Aber es ist auf der anderen Seite das Gebiet, was am unmittelbarsten an der sozialen Frage drin ist, was natürlich für meine Partei das Wichtigste ist. Wenn man sich vergegenwärtigt, in Deutschland sterben nach wie vor Ärmere im Durchschnitt 10 Jahre früher als der reichste Teil der Bevölkerung. Da sieht man dann, was für ein wichtiges Feld das ist, die Gesundheitspolitik. Und so wie Sie sprechen oder bei leidenschaftlich wirken, dann ist das auch genau Ihr Ding, die Gesundheitspolitik? Wollen Sie so ist es. Ja? Wird es wieder angestrebt? Natürlich. Sollte es wieder klappen? Nein, ich würde das gern weitermachen, auf jeden Fall. Wie sind da die Chancen? Also meine Chancen sind aktuell nicht so besonders gut, weil ich auf der Landesliste nicht wieder aufgestellt worden bin. Das ist die innerparteiliche Demokratie. Ja. Ich bin aber hier in Frankfurt mit großer Leidenschaft Direktkandidat und wir werden sehen. Dann drücke ich mal. Sage ich mit einem Augenzwinkern. Alles klar. Achim Kessler ist unser Gast heute bei Bundestagswahl Spezial hier bei Chef on Air. Chef on Air, das Bundestagswahl Spezial. Heute mit Dr. Achim Kessler von der Fraktion Die Linke im Bundestag. Wo wohnen Sie? Hier in Frankfurt? Ich wohne in Frankfurt, im Gutleut. In Gutleut? Ja. Wie wohnen Sie? Wie wohne ich? Haben Sie eine Wohnung oder eine? Ja, ich hab eine Wohnung. Ja, muss man ja mal fragen, ne? Und mit wem wohnen Sie? Sie haben es eben schon erwähnt, Sie haben einen Mann. Ich wohne mit meinem Mann zusammen, ja. Während des Studiums kennengelernt. Genau, ja, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Also macht er aber nicht, hat er selber studiert dann wahrscheinlich, oder? Nein, er hat was ganz anderes studiert. Was denn? Das lassen wir jetzt im privaten Bereich stehen. Okay, also ich erzähle gerne über mich, aber meine Familie lasse ich gerne. Wir wollen Sie auch ein bisschen kennenlernen, deswegen frage ich ja sowas. Ja. Das ist voll in Ordnung. Sie können mich gerne kennenlernen, aber mein Mann entscheidet selber. Das nehme ich an. Was machen Sie als erstes morgens, wenn Sie wach werden? Ich mache als erstes, Sie werden es nicht glauben, das Radio an. Ehrlich, sehr gut. Die meisten machen erstmal das Handy an und gucken, was auf Facebook und Twitter und so los ist. Nein, ich mache als erstes das Radio an, um langsam wach zu werden, um zu erfahren, wie ich mich anziehen muss. Aha, haben wir es eben schon von gehabt, ne? Genau, dafür ist das Radio da. Wo stehen die Blitzer und so weiter? Oh. Fahren Sie selber auch Auto? Nein, ich hab noch nie ein Auto gehabt, braucht man in Frankfurt auch nicht. Das ist ein Ding. Das sagen tatsächlich letzte Woche auch 2 Ihrer Kollegen, die da waren, auch gesagt. Kein Auto und auch kein Führerschein. Doch, einen Führerschein habe ich natürlich. Ich bin im Schwarzwald aufgewachsen, da braucht man einen Führerschein, weil man sonst eben abends auch, ich war ja als Jugendlicher da, auch nicht in die Disco kommt oder so. Aber ich habe, seit ich später dann nie ein Auto gehabt, zuerst aus finanziellen Gründen. Und in Frankfurt braucht man ganz schlicht und ergreifend kein Auto. Manchmal sogar ein Hindernis, vor allem wenn man einen Parkplatz sucht. So ist es, genau. Am Anfang haben wir noch eins gehabt, dann habe ich gemerkt, wenn ich mit dem Auto in die Stadtfahrer brauche ich viel, viel länger, als wenn ich zu Fuß gehe, weil ich so lange einen Parkplatz suche und dann haben wir das ganz schnell abgeschafft. Das ist wirklich manchmal ein bisschen lustig sogar, ja. Sonntag ist Bundestagswahl, dann geht es so richtig rund. Der politische Gegner malt das Schreckgespenst rot-rot-grün an die Wand. Nicht sehr überrascht, muss man sagen, ne? Was halten Sie von dieser Koalitionsvariante? Also für uns hängt in welcher Rolle wir im Bundestag agieren, ob als Opposition oder als Regierung, prinzipiell immer davon ab, wie wir unsere Inhalte besser durchsetzen können. Also ich habe ja schon vorhin schon mal gesagt, auch Opposition kann sehr, sehr wirkungsvoll sein. Mhm. Es kann aber auch sinnvoll sein, mit in der Regierung sich zu beteiligen, wenn man es schafft, die realen Lebensbedingungen der Menschen dort eher zu verbessern. Was für uns vollkommen klar ist, also wir beteiligen uns an keiner Regierung, die Sozialabbau betreibt, die Bundeswehreinsätze vorantreibt und so weiter. Und von daher ist für mich Rot-Rot-Grün kein Schreckgespenst. Das wird jetzt so für ein bisschen. Die anderen ist es das wird jetzt von der CDU so ein bisschen und von der FDP an die Wand gemalt, genau. um die eigene Wählerschaft zu mobilisieren. Das ist ja leicht durchschaubar. Aber ich möchte es gerne nochmal umdrehen. Also ich möchte so ein bisschen davor warnen, jetzt zu viele Hoffnungen in eine Regierungskoalition von SPD und Grünen zu setzen. Weil was da dabei das letzte Mal rausgekommen ist, wenn man
nicht alleine lässt in der Regierung. Das war auf der einen Seite Hartz IV, die ganze Agenda 2010, Rentenkürzungen, das waren die völkerrechtswidrigen Kriege in Afghanistan und in Jugoslawien. Und da möchte ich sehr davor warnen, da wäre die Linke wirklich ein gutes Korrektiv. Wir würden dafür aufpassen, dass es mehr statt weniger soziale Gerechtigkeit gibt. Die andere Partei der sozialen Gerechtigkeit, apropos die SPD, ist ja aktuell so riesig im Aufwind. Warum profitiert denn die Linke nicht gleichermaßen? Weil das Thema soziale Gerechtigkeit ist ja auch ihre Kernkompetenz. Die SPD macht im Moment das, was sie immer macht vor der Wahl. Sie fordert, sie stellt so soziale Forderungen auf. Also zum Beispiel sagt die FDP, die SPD jetzt neuerdings auch, sie ist für eine Vermögenssteuer. Das hat sie vor 4 Jahren auch schon getan. Und dann kann sie das leider wieder nicht umsetzen, während sie an der Regierung ist. Ich habe dann jetzt im Wahlkampf immer nachgefragt, ihr sagt jetzt wieder, ihr seid für die Vermögenssteuer. Und dann sagt die SPD immer, ja, aber der Koalitionspartner will das nicht. Und da kann ich dann immer nur sagen, naja, den Koalitionspartner kriegt man ja nicht zugewiesen, den kann man sich aussuchen. Und von daher wäre es schon gut, wenn die SPD sich endlich mal einen Koalitionspartner aussuchen würde, der dann auch dafür sorgt, dass sie tatsächlich ihr Programm umsetzen und nicht das Gegenteil davon machen. Sie fordern soziale Umverteilung, Stichwort die Reichen sollen zahlen. Bei Steuererhöhungsdebatten fühlen sich aber oft nicht nur ein paar 10.000 Reiche gedisst, sondern die breite Masse der Arbeitnehmer und der kleinen Selbstständigen überkommt regelmäßig das Gefühl, dass letztlich sie die Zeche zahlen. Können Sie denen beim Thema Steuern ihre Ängste nehmen? Also erstens mal wollen wir niemanden dissen, auch die Reichen nicht, sondern die sollen einfach die Möglichkeit haben, angemessen zur Finanzierung des Sozialstaats beizutragen. Ich kenne auch viele, die haben da gar kein Problem damit. Unser Konzept für die Einkommensteuer sieht vor, dass alle, die weniger verdienen als 6.800 Euro, was ich ganz schön viel finde, ehrlich gesagt, entlastet werden. Und die drüber liegen, die werden in der Tat belastet. Also wir würden zu einem Spitzensteuersatz zurückkehren, wie es ihn mal unter Helmut Kohl gegeben hat. Auch kein Sozialist bekanntermaßen. Und wir wollen aber, ich habe das gerade schon angesprochen, eine Vermögenssteuer erheben. Es hat in Deutschland bis vor 20 Jahren eine Vermögenssteuer gegeben. Die wird seitdem nicht mehr erhoben, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass Immobilienvermögen und Geldvermögen gleich besteuert werden muss, was damals nicht der Fall war. Die anderen Parteien weigern sich seitdem, die Vermögenssteuer grundgesetzkonform zu machen und mit der Folge, dass sie nicht erhoben wird. In den USA, in vielen anderen europäischen Ländern wird sie selbstverständlich erhoben und bezahlt. Wir sagen, Vermögenssteuer brauchen wir. Wir wollen einen Freibetrag von 1 Million Euro. Das heißt also, niemand, der was fürs Alter gespart hat oder eine Wohnung hat, muss Angst haben, dass wir da von ihm was wollen. Aber wir sagen, alles, was drüber liegt, da hätten wir gern 1% davon. Das steigert sich dann bis auf 5% bei einem Vermögen von 50 Millionen Euro. Das würde pro Jahr 58 Milliarden mehr an Einnahmen bringen. Damit könnte man dann tatsächlich sehr, sehr viel bezahlen. Wir könnten die Pflegerinnen und Pfleger in den Krankenhäusern, in den alten Einrichtungen besser bezahlen. Wir könnten Erzieherinnen und Erzieher bezahlen. Wir könnten aber auch die maroden Schulen sanieren. Also da wäre sehr, sehr viel Spielraum dann, um Missstände, die ja niemand mehr bestreitet inzwischen, dann zu beseitigen. Und damit wäre gleichzeitig eben halt auch wieder mehr soziale Gerechtigkeit in Deutschland. Sagt Dr. Achim Kessler, heute unser Gast hier von der Fraktion Die Linke in Bundestagswahl-Spezial. Das Bundestagswahl-Spezial. Heute mit Dr. Achim Kessler, er ist Sprecher für Gesundheitspolitik in der Fraktion Die Linke im Bundestag. Thema Corona, wollen wir erstmal kommen, ganz wichtig. Sehr gerne. Was ist da falsch gelaufen und kann eine Regierung gleich welche Couleur bei einem solch nie dagewesenen Thema eigentlich alles richtig machen? Also am Anfang war klar, man muss sehr, sehr viel improvisieren, das war verständlich, aber dann hat die Bundesregierung wirklich gravierende Fehler gemacht. Wir erleben das im Moment, die Impfquote stagniert bei 63%. Das heißt, die Bundesregierung hat es versäumt, rechtzeitig eine Informationskampagne in allen Medien zu fahren, zielgruppenspezifisch, um alle Menschen aufzuklären. Und gleichzeitig fängt das jetzt viel, viel zu spät an und wird auch nicht bundesweit koordiniert, dass es Impfteams gibt, mobile Impfteams, dass Menschen sich einfach, was weiß ich, beim Einkaufen auf dem Parkplatz schnell impfen können, ohne viel Aufwand. Das sind gravierende Fehler. Was ich aber am allerschlimmsten finde, ist, dass die nach wie vor die Patente für die Impfstoffe nicht freigegeben werden, obwohl es eine Initiative von Indien und Südafrika gibt. Bei der Welthandelsorganisation wird mittlerweile unterstützt von mehr als 100 Ländern, inklusive den Vereinigten Staaten von Amerika, um einfach jetzt während der Corona die Patente freizugeben, damit alle Menschen weltweit geimpft werden.
werden können. Weil wenn wir das nicht schaffen, dann wird die Pandemie in Form von mutierten Viren wieder zu uns zurückkommen, die möglicherweise dann resistent sind. Und dann war alle Anstrengung der letzten anderthalb Jahre umsonst. Das ist wirklich ein großer Fehler der Bundesregierung, der möglicherweise uns wirklich teuer zu stehen kommen wird. Wir haben eben schon mal das Thema soziale Gerechtigkeit angesprochen. Das ist das, warum Ihre Wählerinnen und Wähler Sie wählen. Was sind da Ihre Kernkompetenzen? Worauf kommt es Ihnen da am meisten an bei dem Thema? Also wir sagen ganz klar, von Arbeit muss man leben können. Das darf nicht sein, dass Menschen einen 40-Stunden-Job haben und trotzdem noch aufs Amt gehen müssen, um als Aufstocker Hartz IV zu beantragen. Deswegen sagen wir Mindestlohn von 13 Euro mindestens. Wir sagen, niemand darf in einem so reichen Land unter die Armutsgrenze fallen, die im Moment nach Definition der Europäischen Union für Deutschland bei 1200 Euro liegt. Deshalb sagen wir, statt Hartz IV eine solidarische Grundsicherung von 1200 Euro. Das gilt im Übrigen auch für die Rente. Wir finden, im Alter darf niemand unter die Armutsgrenze fallen, deswegen Mindestrente von 1200 Euro. Und wir wollen, dass das Rentenniveau wieder auf 53% steigt, wie unter Helmut Kohl. Ich habe ihn schon mal vorhin erwähnt, kein Sozialist bekanntermaßen. Das Rentenniveau ist mittlerweile auf 48% gesunken und soll aber nach dem Willen der Bundesregierung weiter sinken auf 43%. Dazu sagen wir, das darf nicht passieren. Die Durchschnittsrente liegt jetzt schon bei 1048 Euro. Das ist zu wenig zum Leben. Wir wollen, dass Menschen auch im Alter in Würde leben können. Kommenden Sonntag ist Bundestagswahl. Heute unser letzter Gast zum Bundestagswahl-Spezial hier bei Chef von R, Dr. Achim Kessler. Wir haben noch gleich einen Talkplatz, da reden wir über Klimapolitik. Sehr gerne. Chef on Air, das Bundestagswahl-Spezial. Eine Runde haben wir noch mit Achim Kessler von der Fraktion Die Linke. Sind Sie noch entspannt? Ja, sehr. Weil Sie sind ja ganz in einer ganz spannenden Phase. Der Sonntag ist ja, soweit Sie eben schon gesagt haben, die heißeste und spannendste Woche. Ja, das ist wahr, ja. Sie haben eben schon erwähnt, Sie haben gar kein Auto. Führerschein haben Sie, ja genau, weil im Schwarzwald haben Sie genau. Ja gesagt, ne? Haben Sie Hobbys? Ja, ich lese sehr gerne, ich mache viel Sport, jogge gerne, schwimme viel, gehe wandern. Also ich verbringe eigentlich jede Ferien, die ich habe, verbringe ich irgendwo beim Wandern. Ja. Und auch Genussmensch? Können Sie auch richtig schön genießen beim Essen und Trinken und so weiter? Beim Essen, das kann ich sehr, ja. Ja, ja, ja. Was ist da so Ihre Lieblingsspeise? Ach, ich bin da sehr international. Ich mag gerne die Abwechslung. Ja? Kochen Sie auch selber? Ich habe mal sehr gerne selber gekocht, bin allerdings in den letzten 4 Jahren jetzt nicht mehr so sehr dazu gekommen. Das fehlt mir auch ein bisschen. Na gut, jetzt kommen wir mal wieder zu den politischen Themen. Kommen wir zum Klimaschutz oder Klimawandel. Eine Redewendung lautet ja, grün muss man sich auch leisten können. Wie sollte denn die Klimawende gestaltet werden, damit auch das untere Drittel der Gesellschaft dann noch mitgenommen werden kann? Also erstmal muss ich auf jeden Fall sagen und betonen, dass es sehr, sehr wichtig ist, jetzt schnell was zu tun. Mhm. Wenn nicht die nächste Bundesregierung das in Angriff nimmt, dann ist das nicht mehr zu retten, dann ist das nicht mehr zu erreichen. Das heißt also, wir müssen bis 2030 aussteigen aus der Kohle, bis 2035 aus den fossilen Energieträgern. Aber wir müssen das so machen, dass die Zeche nicht von den kleinen und mittleren Einkommen getragen wird. Das heißt für uns zum Beispiel, wenn wir den Autoverkehr reduzieren wollen, dann muss man zuerst den ÖPNV ausbauen, damit wirklich jeder von A nach B kommen kann, wann er will. Das gilt auch für kleinere Dörfer, aber auch für einzelne Stadtteile von Frankfurt, die sehr, sehr schlecht versorgt sind. Mhm. Und der ÖPNV muss unserer Meinung nach kostenlos werden, damit eben halt die Versorgung gesichert ist. Und wenn die Voraussetzung geschaffen ist, dann ist es auch leichter, den ÖPNV zurückzudrängen, weil viele Leute doch Angst haben, dass ihnen das Auto genommen wird und sie dann nicht mehr die Möglichkeit haben, zum Arbeitsplatz zu kommen oder auch, was weiß ich, zu Kulturveranstaltungen zu kommen. Ein anderes Beispiel ist die energetische Sanierung. Es ist sehr, sehr wichtig, Wohnungen energetisch zu sanieren, aber die Kosten dürfen nicht auf die Mieterinnen und Mieter abgewälzt werden. Wenn ich das richtig im Kopf habe, wollen die Grünen zum Beispiel das zu einem Drittel auf die Vermieter umlegen, zu einem Drittel auf die Mieter und zu einem Drittel über staatliche Zuschüsse regeln. Das wollen wir nicht, weil wir sagen, die Mieten hier in Frankfurt sind hoch genug und wir können die Mieterinnen und Mieter nicht noch mehr belasten. Das wäre sozial ungerecht und würde die Akzeptanz für die Rettung des Klimas einfach verschlechtern. Mhm. Die Umweltschutzorganisation WWF hat die einzelnen Parteiprogramme ausgewertet und das sagt sie zum Programm ihrer Partei.
hier haben wir es wahrscheinlich mit dem ambitioniertesten Klimaschutzprogramm zur Bundestagswahl zu tun. Das ist sehr positiv hervorzuheben. Klimaneutralität in 2035, ein Kohleausstieg bis 2030 und sehr hohe Ausbauziele für Erneuerbare sind drastische, aber wirklich ja, zu realisierende Notwendigkeiten, die klipp und klar benannt werden und sich unmittelbar aus den Verpflichtungen Deutschlands aus dem Pariser Klimaabkommen ableiten. Chapeau für dieses Ambitionsniveau. Aber im Umkehrschluss, Ordnungsrecht alleine macht keinen Klimaschutz. Es braucht einen ausgewogenen Mix, der auch marktliche Lösungen wie den EU-Emissionshandel mit einbezieht. In puncto CO2-Bepreisung bleibt hier also eine klaffende Leerstelle an einer zentralen Stellschraube und das kann man auch besser machen. Also zum einen ist es so, dass wir nicht gegen die CO2-Bepreisung sind, aber wir sind dagegen, dass sie erhöht wird und das aus sozialen Gründen, weil das nämlich dazu führt, dass zum Beispiel das auf die Mieterinnen und Mieter abgewälzt wird, wo wir sagen, wenn man wirklich alle mitnehmen will und wenn man alle davon überzeugen will, dass wir jetzt sofort einsteigen müssen, dann darf man das eben nicht so machen. Das könnte man ja, also ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel, man könnte auch das Benzin für das Autofahren so teuer zu machen, dass einfach das die Ärmeren und die Durchschnittsverdiener sich das nicht mehr leisten können. Das wird aber so nicht funktionieren. Da brauchen wir andere Wege, die eben ermöglichen, dass alle das mittragen können. Es ist ja Bundesregierung nicht wirklich dafür bekannt, Vorhaben auch so, gerade wenn es so ambitioniert ist wie das Ihrer Fraktion, schnell umzusetzen. Also meinem Gefühl nach kommen die oftmals bei wichtigen Themen nicht aus dem Quark. Ja, das hat meiner Meinung nach damit zu tun, dass es nach wie vor riesengroße Spenden aus der Industrie, von den Automobilkonzernen, von den Energiekonzernen an die Parteien gibt. Deshalb und das kann mir niemand erzählen, dass irgendwie solche Spenden nicht mit einem bestimmten Interesse gemacht werden. Deshalb hat meine Partei im Parteiprogramm stehen, dass wir keine Spenden aus der Wirtschaft annehmen. Wir finden das besser, wir wollen einfach die Interessen der Menschen vertreten und nicht die Interessen der Wirtschaft. Und wir sind auch dafür, solche Spenden zu verbieten. Und ich glaube, das würde dann auch manches Vorhaben sehr, sehr beschleunigen, gerade was die Rettung des Klimas angeht. Vielen Dank, dass Sie hier gewesen sind, Dr. Achim Kessler von der Fraktion. Danke mich auch. Vielen Dank. Die Linke. Heute war unser letztes Bundestagswahl-Spezial. Bei Chef von R. Sonntag ist es soweit. Falls Sie noch nicht entschieden sind, alle Gespräche können Sie bei uns nachhören. Auch das Gespräch von heute im Laufe des Tages, spätestens bis 2 Uhr, steht das auch online auf unserem YouTube-Kanal von Radio Frankfurt.